Okay, Chat, während wir runterladen, gehen wir in das neue Video von Hungry Gehago rein. Und hier sehen wir im Anfangsscreen schon mal eine sehr, sehr unangenehme Sache. Einen sehr, sehr unangenehmen Gast und auch ein extrem unnötiges Gesicht. Ich würde sagen, heute schiebt's aber ganz Willkommen zum nächsten Video. Alle schreiben den hungrigen Hugo und das muss ich mir noch reinziehen. Ist es okay für dich, Kevin? Oh, ich hasse hungrige Hugo. Wie echt jetzt? Ich werde es so unlustig finden, Bro. Ich werde nicht einmal lachen. Okay, wir machen jetzt die Challenge. Wenn du lachst, kriegst du... Krass, warum ist Papa Platte so am reinhaden, Digga? ...so einen in die Fresse gehauen. Okay, Deal. Ein paar Sekunden später. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Was hat er jetzt noch zu sagen? Also so ein von so 15 Videos von Hungriger Hugo, die sind richtig stark. Das hier ist bis jetzt stark. Yeah. Also was schon mal safe ist, ist eine Frage, go nachher mit Dan. Es ist einfach ein neues Konzept von Sascha, dass er hergeht und bei anderen Streamern in der Streaming-Location einfach einen Livestream von dort aus macht. Und ich muss sagen, finde ich ein ganz witziges Konzept. Ich bin nur echt ein bisschen enttäuscht, dass er einfach noch nie hier war. Danny zu zweit, ich glaube, das ist witzig. Also wenn man jetzt eine Person auswählen müsste, mit der man den Rest des Lebens zusammenlebt. Also sag so, wie es ist, bei mir ist es Honeypoo. Wer? Schnell rausreden. Unbewusst, danke, dass du da warst. Wer ist das denn hier? Oha, okay. Alter, Sascha, der offensive Boss. Ey, bist du schon? Danke für die Frage. So nicht! Ich Das ist ein Alert von dir. Vorbereitungen. Aber den habe ich schon gut nachgemacht. Fürs neue Camp. Alle besprechen das neue Camp und Sascha liegt im Bett. Mir hat gerade Ausrufezeichen Earnings gemacht, oder wir sind hier nicht bei Chef Strobel oder so. Wir sind hier nämlich beim besten Gamer Deutschlands. Okay, Männer, also wir machen jetzt alles unter 2K, ja? Ich sag mal, wie schwer kann's sein? Wie mach ich das, dass ich da so perfekt drüber gleite? Ey, was ist das für ein Spiel? Nice. Oha! Da fetzt einem ja das Bein weg. Oha! Digga, wie es den zerfetzt, ist ja anders nice. Nicht nur, weil ein bisschen Bein fehlt, Digga. Meine Güte. Welche Rolex hast du da haben? Die ist noch nicht draußen. Das ist eine Patek Philippe, die kommt erst noch raus. Ui. Wenn Marc das sieht, der wird mies Auge machen. Das ist traumhaft du, tatsächlich, ne? Ich bin 22 und deshalb ist es auch kein Problem, wenn ich mit einer 17-Jährigen... Junge, warum geht immer diese Cam direkt aus, Mann? Anstatt dass sie einfach mal anbleibt, Mann. Was ist eigentlich mit dem Jungen los? Wie heißt der eine Wichser mit dem blauen Haaren? Und ich weiß der. Der nette Herr heißt Trezor. Und für den Spruch gibt es bald eine Zerstörung von Rezor. So ein Video hier zwar noch nie gemacht, aber ich glaube, dass zurzeit der richtige Augenblick dafür ist. Da liegt eine Weste, eine MAC-10. Einfach mal rein da. Immer die Sniper auf Superstore, Digga. Ah nein, bitte nicht ich. Das ist auch noch vom letzten Stream, wo ich übel schlechte Laune hatte. Das ist, das muss gar nicht sein. Der chillt halt immer noch da. Oh, die haben einen Fight. Da mische ich mich ein. Mickey TV und InScope beide. Einfach wirklich mad gewesen, ne? Immer einfach wirklich mad. Da habe ich ja genau das gleiche an. Kann ja gar nicht sein. Dass ich jetzt hier seit mehreren Tagen das gleiche Outfit anhab, oder? Ich gleich los. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut. Aber er ist einfach kurz davor zu popeln, aber muss davor noch kurz den Spruch vollenden. Blaukraut. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut. Digga, das ist so. Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. So ganz einfach. Digga, Berlin einfach neue Fortnite Map. Battle Royale. Fortnite Battle Royale. Und jetzt schlagen Jugendschützer Alarm. Wenn Nico auf Videos reagiert. Oh, wartet kurz. Jetzt ist es genau da drüber. Enemy spotted. Oi. Oi. Oha.
McKevin. Ich hasse diesen Spaß, Digga. Jetzt bei mir könnte er machen, könnte er auch machen, was er will. So, er könnte auch. Ja. Ja, genau. Oder ich frage Emina. Wer ist es? Meine Haushilfe. Hilfe aus. Wie heißt für Kevin seine? Haushaltshilfe. Sprachen lernen, Bubble. Alter, hier ist meine Zahnbürste. Perfekt, ich hab die gerade gesucht. Aber wir putzen uns gleich die Zähne. Ich hab mir heute noch nicht die Zähne geputzt. Oh mein Gott. Putz. Und schrubb. Jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, Chat. Wirklich Hand aufs Herz. Putzt ihr euch jeden Tag morgens und abends die Zähne? Marius, was soll die Frage sein? Nein, jetzt mal ohne Witz. Zum Beispiel, wenn ich dicht nach Hause komme, okay? Passiert jetzt nicht oft, aber kommt dicht nach Hause. Bin übel müde und am Arsch. Als ob ich mich dann noch ins Bad stelle und Zähne putze. Putze ich einfach am nächsten Morgen. Aber dafür muss man ehrlich sagen, sind meine Zähne schon aggressiv weiß. Oder? Ach komm, scheiß drauf. Wahrscheinlich seid ihr alle die Vorbildsmenschen, oder? Hier sogar nicht Zahnarzthelfer. Kann mir sagen, ob ich meine Zähne geputzt habe? Ja, das machst du sehr gut. Aber Moment, da will ich ganz kurz eine Sache sagen. Guck mal, zum Beispiel Kevin ist jetzt einer, der putzt jetzt hier mit einer unelektrischen seine Zähne, okay? Ich habe eine Zahnbürste, die heißt, glaube ich, Philips Sonicare oder sowas. Und das ist eine richtig gute Zahnbürste. Wenn ich mit der meine Zähne putze, ist es ungefähr so, wie wenn Papa Platte mit der unelektrischen sich viermal die Zähne putzt. Deswegen könnte ich nur alle zwei Tage meine Zähne putzen und meine Zähne werden immer noch sauberer als die von Papa Palate. Du sehr gut. Nein, das hat nichts mit Weird Flex zu tun, ihr versteht es nicht. Ihr versteht es immer falsch. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe mir teures Essen, heißt es nicht, ha, abgehoben. Nein, Essen ist für mich eine Sache, wo ich sage, da lege ich extrem Wert darauf, dass ich was Gutes zu mir nehme, um mich gesund zu ernähren. Genauso wie ich sage, ich hole mir eine teure Zahnbürste, weil ich auf meine Zahnhygiene extrem Wert lege. Ach komm, scheiß drauf. Es wird einem immer so hingedreht, dass man ein Wichser ist. Doch. Hey Chat, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream. Mach's, wenn es möglich ist, ja. Fahr vorsichtig mit deinem Porsche. Zwei Masken sehen aber... Jawohl, Alter! Busted! Geil, Mann! Das Traurige ist halt, dass es einfach ein Lupo ist und er sich einen Porsche-Anhänger hinhängt, um sich damit besser zu fühlen, Digga. Vorsichtig mit deinem Porsche. Zwei Masken so nah beieinander in dem Hotelzimmer, wo auch das Bett verrückt war. Bro, ich hab zwei Masken immer dabei. Weil das ist halt wichtig. Junge, Digga, wirklich, ihr seid deutsche FBI, es ist echt creepy. Echt so. Ja, geiler Song, wa? Du kannst doch nicht an der Stelle den Song skippen. Ah, sehr gutes Video gewesen. Sehr geiles Video hier vom Hago. Wieder mal auf jeden Fall ganz, ganz aggressive Nummer gewesen.